Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Bams. In der letzten Folge haben wir das komische Hightech College in Boston erledigt und den sterbenden Swan erledigt. Oh ja, was ein riesiger Behemoth mit einem Schwanenschiff auf der Schulter war. Gut, man sieht, ich bin passend gerüstet. Ich habe meine Win Power Armor an. Ganz provokant. Während wir uns jetzt hier auf den Weg zum Nuka World DLC machen. Und ja, dafür musste ich erst mein Radio hier erstmal einschalten. Weil man wahrscheinlich nicht hören wird, weil ich mein Radio ausschalte, aber okay. Hört man was? Nö, hey, zu machen. Ja, ich muss ja wegen Kopierschutz leider das Radio ausmachen, so. Ich habe keine Tür. Gut, dann stellen wir eben das Radio an. Hey. Müssen wir immer so machen? Warte doch mal, Klappe. Preisänderung zum Ende der Saison vorbehalten. Nuka World, Nuka Express und die Nuka Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka Cola Corporation. Alles klar, zum Nuka Express. Na, ja, weg damit. Ich habe so das Gefühl, da kommen einige Lieder in Nuka World vor. Von dem Trailer, den ich gesehen habe. Irgendwie ein Maskottchen singt da irgendwie oder was? So, wo muss ich hin jetzt? Jetzt die Frage. Da hinten. Gut. Dann gehen wir da hin. Oh nein, ich glaube, das sind Gegner. Rennen wir an dem vorbei. Ich will zum Nuka World DLC. Ich habe extra meine Wim Power Armor angezogen, um die zu provozieren, weil Wim wurde ja irgendwie kreiert, um gegen Nuka-Cola anzustinken. Und ja, ob irgendjemand darauf reagiert. Ich glaube zwar eher nicht, aber was soll's. Gut, wir müssen weiter. Ich habe übrigens ein fast komplett neues Set an Waffen mit extra gemacht für DLC. Obwohl einige, zwei eigentlich nur. Das war ja mal ein Freund des Ödländers. Dann habe ich hier die Power Armor. Ich kann halt nicht benutzen, wenn ich eine Power Armor trage. Willst du mich verarschen? Habe ich dir vollkommen umsonst mitgenommen. Die habe ich Falkenpunch genannt. Habe ich den Baseballschläger mitgenommen. Von der World Series. Ja, ich war dabei, ne? Den Big Jim habe ich mitgenommen. Das ist eine Rohrzange, eine einzigartige, die ich vor Ewigkeiten mal gefunden habe. Die auch schon so hieß und so. Und die verkrüppelt, die hat eine Chance, die Beine zu verkrüppeln. Und ja, da möchte ich doch gerne mal ausnutzen. Dann fahrt das Recht an. Das ist eine Institutgewehr, wird glaube ich die Zeit kurz anhält, wenn ich ziele. Ja, auch nicht schlecht. Dann habe ich einen Einäscherer. Ja, ich habe meine Minigun mitgenommen. Oh, falls mal was sehr dickes auf uns zukommt, dann Lawrence Artefaktpistole kennt man ja. Habe ich ja schon ein paar Mal mitgenommen. Ein MVP habe ich mir wieder nacherstellt. Auch sehr effektiv gegen Menschen. Und ja. Das ist ein Gaussgewehr, also sowieso. Und Feuer und Eis. Was ein Flammenwerfer ist, der Kyroschaden macht, was ich irgendwie voll episch finde. Deswegen mitgenommen habe. So. Da sehe ich doch schon eine Nuka-Cola, eine riesige Nuka-Cola-Flasche. Also, gucken wir mal. Ich verprügel mich wahrscheinlich jetzt, wenn ich mit dem Anzug da ankomme. Den will ich übrigens das ganze DLC anlassen. Also ich muss oft reparieren. Ich habe übrigens auch noch Strong so ein paar Fatmans mitgegeben, für den Fall, dass irgendwelche Sachen da gekauft werden können, was bestimmt der Fall sein wird. Ich habe auch so, weiß nicht, ein paar Drogen, die ich vertickern kann, mitgenommen. Also ja, falls irgendwas verkauft wird, da kann ich jetzt sofort hoffentlich holen. Ich kann es sowieso sofort holen, weil ich voll viele Kronkorken habe. Das ist unmenschlich. So, hallo.
Was geht denn? Ich lass mal da gucken. Nuka World Transitzentrum. Hallo, na? Dein letzter Fehler. Was? Oh, ihr denn? Bitte nicht. Ich, oh mein Gott. Der hält überhaupt nicht viel aus. Ich habe doch gesagt, im letzten Part. Im Moment haben wir noch alles weg und sobald wir im DLC reinsteigen, kriegen wir voll auf die Fresse. Ach, guck mal. Ja, der Freund des Ödländers, der tut die Gegner auch kurz markieren. Naja. So, da geht mir jetzt schon auf den Nerven. So, komme ich lieber hier mit. So, ich habe ein Power Armor, Nahkampf angriff und so. Was? Home Run. What? Wie geil. Die ist echt voll Möhre weggeflogen. Geil. Das habe ich mir ein ganz klein bisschen einfacher vorgestellt. Jetzt stellt euch doch mal nicht so an. Wir applaudierten die ganze Zeit. Ich sag doch, kaum kommen wir irgendwo hin, voll auf der Fresse. Oh, Aluminium, da brauche ich sogar. Was ist mit dir los, Strong? Voll Déjà-vu. Er fliegt gleich weg. Das Duell. Alter, warum sind denn jetzt hier nur so starke? Ich habe mir zwar ein paar neue ungewohnte Waffen gemacht, aber trotzdem kann ich sein. Was Trauma ist mit dir los? Ja, aber gut, hat irgendjemand applaudiert, während ich einen Home Run hier lande. Das ist bitte nicht nur Captains hier, ne? Das wäre mit mich ja voll, weiß nicht, voll abturnen. Ich habe extra ein paar neue Waffen hier gemacht. Ich mal ein bisschen Abwechslung haben wollte. Natürlich kommt dann wieder Gunner. Was? Oh nein, da kannst du uns super machen, super. Und dann kommen als erstes direkt hier solche Übergegner. Du bist tot. Hörst du? Hey, was hat den kaputt gemacht? Aber ich habe ja genug Dingens. Vielleicht sind schon die ersten Sachen kaputt an meinen Teil, ne? Boah. Zurück ist er markiert. Guck mal, wie viel die aushalten, ey. Das ist schon wieder so typisch. Ja, ein Stimpack auch noch. Ja, der auch. Oh mein Gott, was? Ich sag mal MVP. Ich sag doch, das Teil ist geil. Na, ah, wo bist du? Nachtsicht an! Puff! Der Gunner Captain ist wahrscheinlich wieder stärker, ne? Als andere. Ja, hätte das Ding als erstes benutzen sollen. Stirb. So, okay, das Befehle. Lass mich doch mal angucken, bitte. Ist auch schon mal geil, wie er hier anfängt. Hier.
das heute aufgeklappt sind. Nein, Coca-Cola Familien raus zu untersuchen. Dann schießt die Typen ab. So, nichts kaputt gegangen. Ausgezeichnet. Ich dachte, er tut jetzt Nachladen abbrechen, wenn ich einen Third Person hier wechsle. So, wie kommt man da oben hin? Ich weiß schon. Ah. Ich habe die auch wieder irgendwelche Magazine haben extra für dieses DLC. Ebene 3. So wieder in Inselalmanach von Fahaba. Bin ja aber schade, dass das schon der letzte DLC ist. Die DLCs im Fallout 3 waren um Längen besser. 5 DLC ist alle mit einer eigenen Story. Die Stunden gingen. Von irgendwie, weil nicht so ein Sklaven Kampfarena sind, so ein eine Erweiterung der Hauptstory nach der Story oder die Entführung auf ein Alien Schiff, was war noch nicht ein so ein Sumpfland. Oh, Transitzentrum. Ich glaube, ich muss mich erst da durchkämpfen, bevor ich das erreiche, ne? Quad 5. Nummer. Oh, Steel the Pit. Oh Mann. Scheiße. Die werden sterben. Na, was ist denn geschehen? Raider. Diese Bastarde haben meine Familie. Du musst mir helfen. Bitte. Erzähl mir, was passiert ist. Sie haben uns reingelegt. So richtig. Meine Familie und ich trafen ein paar Händler. Sie meinten, sie würden eine sichere Siedlung kennen. In Nuka World. Aber als wir eintrafen, das waren Raider, die uns an der Nase rumgeführt haben. Ich konnte fliehen. Aber meine Frau und mein Sohn sind noch da. Ich wollte Hilfe holen und zurückgehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, eine Kugel abzukriegen. Operation Anchorage, genau. Diese Simulation. Boah, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. So, hier, ich bitte dir ins Stimpack an. So, Strong, das gefällt dir auch, wenn ich gute Sachen mache, oder? Ich komme schon klar. Hebt ihr das für meine Frau und meinen Jungen? Was zum Teufel? Ich dachte, er mag gute Taten. Ich glaube, der will mich reinlegen. Verdammt, okay. Ich bin gar nicht verletzt. Das stimmt. Ich kann das einfach nicht mehr. Die Raider in Nuka World haben mich gezwungen. Sie locken Leute an und bringen sie zum Spaß um. Aber ich mache ihre Drecksarbeit nicht mehr. Sollen sie mich doch finden und tun, was sie wollen. Ich helfe dir und kümmere mich um sie. Du musst nicht sterben. Meinst du das ernst? Aber sei gewarnt. Das ist kein Kinderspiel. Ach. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für das Einzige. Gunner, die sind gefährlich, aber keine Raider. Am schnellsten kommt man mit dem Nuka Express nach Nuka World. Aber ich habe ihn abgeschaltet, damit meine Geschichte glaubwürdiger klingt. Es ist glaubwürdiger, Idiot. Dass ich die Raider auf Abstand halten will. Such im Büro nach dem Steuerungsterminal, um die Bahn wieder mit Energie zu versorgen. Und sei vorsichtig, wenn du unterwegs bist. Ich dachte eigentlich, wir kommen jetzt direkt irgendwie da rein, aber jetzt müssen wir erstmal hier durchkämpfen. Oh. Ist natürlich wieder alles verschlossen, das heißt, Strong springt gleich im Dreieck wieder. Tut einfach wie so eine Ragdoll durch die Gegend fliegen. Cool. Ah. Hier ist noch nicht mal irgendwas. Ich hätte gar nicht aufschließen müssen. Ah. Ich krieg den nie auf meine Seite, ey. Mich echt mal irgendwann daran setzen. Nuka Kate Ticket, okay. Muss mich echt mal, was ist das denn? Quarz. Muss mich echt mal irgendwann auf Screen daran setzen. Mich echt darum kümmern. Oh, leck mich doch, ich habe gerade andere Probleme.
hätte mir irgendwie, weil ich nicht zustimmen, der geht doch irgendwie nicht. Kann er gar nichts machen bei dem. Okay. Guck mal hier. Ich nehme Souvenir-Kaffeetasten mit, ja. War zwar noch nicht in Luca World, aber ich nehme schon mal ein paar Souvenirs mit. Was? Luca möchte allen Gästen mitteilen, dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugute kommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Immer schön lächeln und so, ne? Ja, die Durchsage habe ich gerade gehört, ja. Ich muss da. Ich schmeiß das Skelett einfach nicht gegen, was soll das? Na gut. Dann fahren wir mal los. Nach Luca World fahren, ja. Achtung, eine Durchsage. Befolgen Sie Notfällen bis Strong. Verschiedenen Sprachen natürlich. Okay, dann mal los. Bin schon gespannt. Den Trailer habe ich mir angeguckt, glaube ich, aber so viel weiß ich nicht, jetzt nicht mit aufgenommen, was mich da erwartet. Willkommen heißen. Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen bitte während der Fahrt sitzen oder benutzen Sie die Handläufe. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Luca Worlds berühmten Pistop Mountain sehen. Mit seinen mehr als 100 Metern ist der Pistop Mountain das höchste Bauwerk in Luca World. Dort finden Sie außerdem das 5-Sterne-Restaurant Pistop Grille. Als nächstes kommt das Herz von Luca World. Luca Town, USA. Mit der Cola Muss das brennen? Arena. Muss das brennen? Er wird auch denn da auf, obwohl er die Wahrheit kennt. Harry scheint seine Karten richtig ausgespielt zu haben. Ich habe nur kurz Zeit, also hör mir zu. Und zwar ganz genau. Ja, ich weiß. Also. Bis dahin, viel Spaß und sorg für eine gute Show. Ich werde dich beobachten. Ach, der will jetzt hier sagen, boah, wir sind ja voll krass und so. Dann komme ich und mache alles fertig, wie immer. Alles klar. Dann gucken wir mal. Mehr Schein als sein. Überlebe die Feuerprobe. Ja, komm. Der Aufzug geht nicht. Was soll der Scheiß? Ja, wie sieht's denn hier aus? Okay. Komische Karte. Okay. Na, mal schauen. Im ersten Blick sah es ein bisschen kleiner als Fahrhabe aus. Das muss ja nichts heißen. Ob der Inhalt stimmt, ne? Du bist tot. Was? Du bist sowas von tot. Verweist nicht auf die gültige Zeit. Wenn sie sich bitte an technischen Kundendienst. Du bist sowas von tot. Viel Spaß beim Sterben. Zeit zu sterben.
Okay. Hier läuft aber das ab, was ich mir gedacht habe. Oh, wir sind voll krass. Ich habe so ein Gefühl, ich werde sehr viele Coca-Colas hier finden. Gauntlet. Was wollt ihr von mir? Erstmal muss ich ja was lesen. Ihr lässt mich doch, oder? Ja, okay, danke. Ich sehr nett von euch. Ach, vorbei an den ganzen Schlüssel. Sag ich, du wertlos nicht so sehr Stück Scheiße. Du hast ihn nicht noch mal ganz noch hatte lausige 100 Kronen, um das wieder gut zu malen. Die haben wohl nicht. Den hat es wohl nicht so gefallen, dass der abgehauen ist. Oh Gott. Schütze. Stufe 7. Oh mein Gott. Okay. Schon mal nicht nett hier, so viele. So viele Geschütze auf einmal, ey. Ich komme hier rein. Direkt 20.000 Geschütze. Das dann für ein Scheiß. Mein Gott. Mark 8, da ist aber nicht wahr. Ich glaube, die sollte man gar nicht alle erledigen, ne? Boah. Noch nicht ohne euch zu töten, hallo? Oh mein Gott, ey. Was ist das? Oh mein Gott. Sind wir noch da? Oh, sehr gut. Ist auch schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet, Kollege. Eine meiner Klamotten sind jetzt, glaube ich, schon kaputt, ne? Alles wieder reparieren wegen euch, Pissern. Ich hab nicht Spam, schade. Ihr Pisser! Alter! Ah, meine Beine sind schon kaputt. Warum sind meine Beine kaputt? Na, warte. Jetzt bin ich auf die Fresse. Wo seid ihr? Ich verarschen? Das ist auch eine Falle, obwohl wenn die Meister verschlossen ist, glaube ich nicht. Was tut ihr aktivieren? Granaten. Ach, hier sind überall. Boah. Na, geh weg. Dann mach ich ein Level up und dann seid ihr alle dran. Yeah. Lucky, ne? Ich verstehe es, die Ironie. Was zum Teufel? Ich habe schon schnellere Packrahmen gesehen als die Sache. Das ist über mich lustig. Das ist genau wie dieses eine dieses eine Parkhaus. Geht da lang. Falls da. Hey. Oh. Hier, Pisser. Das ist nicht schwer oder tödlich, das ist nervig, was die hier macht. Das war sogar. Boah.
Hey, was? Wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Was? Wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Alter, was? Jetzt mal ehrlich, wie soll man da durchkommen jetzt? Muss ich echt hier von Dingen zu Dingen springen? So, boah. Da kommt, hier verschmäht von meiner Zeit hier. Autsch. Okay. Was? Hm. Au. So. Ja, das hat doch gestört. Soll ich das beeindrucken? So hat gesagt, ich kann ich nicht hören, weil ich so awesome bin. Ja, ich öffne ja nichts, dann rastet Strong schon wieder aus. Ich höre immer schon den Affen. Ja. Okay. Rein da. Da war nicht schwer oder natürlich, aber wohl Zeitverschwendung. Nichts davon hat mir irgendwie Schaden oder so gemacht. Aber okay. Ich bin nicht amüsiert, ihr verschwendet von meiner Zeit. Nicht, weil ich bin der Gott des Ödlands. Und ich werde mein Urteil über euch fällen. Du Scheiße. War eine Überraschung. Alter. Ich weiß, ich kann ja einfach durchlaufen, aber ich glaube, die meisten meiner Rüstungen sind kaputt. Ah, oh Mann. Gut, dann muss ich sagen, ich mache hier erstmal Schluss. Und ich hoffe, im nächsten Part werden wir Nuka World mal betreten können. Er scheint ja voll nervig, irgendwie begrüßt zu werden. Ich bin auch mich. Ein herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Oh Gott! Super, so viel dazu. Und jetzt schon greifen zu machen, ey. Die Pisser. Überlebt mich mal eine Sekunde da. Au! Am Ende machen die mir immer viel Schaden, was soll das?
Verpiss dich. Oh mein Gott. Aha. Die blöden Viecher, ey. So, gut. Ich beende den Part hier. Und ich sage dann, na, tschüss.